Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Boom. In der letzten Folge haben wir hier in Jeddah Seer getroffen. Wir sind. Wo bin ich hier? Wir sind. Warte mal, du bist doch der Angler. Pass auf, wo du hintrittst, Junge. Also. Sind wir in eine weitere gefährliche Expedition geraten? Also. Der wilde Schlangenfisch frisst am liebsten Krabben. Wäre aber auch mit einer Zehe von dir zufrieden. Bist du sicher, dass sich das Risiko lohnt? Ich habe mich letztens auch irgendwo auf Kobo getroffen. Aber ich habe nicht mit denen interagiert. Du wirst sehen. Schlangenfisch. Oh, hey. Okay. In der letzten Folge sind wir ja in Jeddah. Wir sind im Archiv gelandet mit Seer. Haben den Marion haben wir davor schon getroffen. Ne, wir haben Seer getroffen. Wir haben. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Den alten Mann aus dem ersten Teil. Wir auf den Holocrons gesehen haben. Gordo. Keine Ahnung. Gordo Cordeva. Cordava oder irgendwie so. Also den alten Mann, den wir die ganze Zeit aus den Holocrons gesehen haben. Im ersten Teil. Sprechen uns später. Soll ich meine traurige Geschichte weitererzählen? Okay, also nächstes Mal, wenn ich den sehe, sollte ich vielleicht mit denen interagieren. Was ich letztes Mal nicht gemacht hatte. Aber dann weiß ich ja jetzt Bescheid. So, wir haben eine Quest, wir haben eine Aufgabe. Zurück nach Kobo zu gehen oder zu dem Mond von Kobo. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Um die Story voranzutreiben, aber wir haben ja auch hier nur so ein Gerücht, ne, das ich hier gerade machen will. Und dort hat so ein bisschen Vorrang, würde ich sagen, ne. Wir sind in der letzten Folge noch am Ende gestorben. Hat fand ich jetzt nicht so tolle. Wir haben jetzt eine Knarre. Das ist auch nicht schlecht, ne? Und ja, wir machen dann hier dieses Gerücht, diese Nebenquest, die wir angenommen haben, letztes Mal weiter, ne? Und dann gucken wir mal, was hier noch so passiert, ne? So. Ich würde so ein blödes Viecher, ehrlich, und so einen blöden Druiden. Zu mir. Oh mein Gott, die war so viel Schaden. So, du da. Nein, hör auf. Ah, da kommt schon wieder mit. Mein Gott. War schon wieder viel schwieriger, als das eigentlich sein sollte. Schon wieder so viele Sims hier verballert für diesen. Mann, ich kann dich nicht erkunden. Okay. Ich habe schon wieder so viele Sims verballert für diesen einen Kampf, ne, der gar nicht so schwierig sein sollte, habe ich so Gefühl. So. Okay. Habe ich jetzt überhaupt. Ich habe gar nicht meine Erfahrungspunkte wieder zurückbekommen, ne? Oder? Muss ich meine Erfahrungspunkte. Eno Cordova, genau. Für den müssen wir irgendwas. Ich glaube, ich habe meine Erfahrungspunkte zurückbekommen. Okay, Gott sei Dank. Okay, ich habe Gott sei Dank. Diesen Kampf hätte ich echt nicht nochmal machen wollen. Okay, was? Deckung hoch. Was soll man damit machen? Okay, irgendwie ist da nichts. Und wann soll ich Deckung machen? Gibt noch so einige Sachen, von denen ich so ein Gefühl habe.
diese Pilger. Sie vermisst keiner. Es ist meine erste Pause seit meiner Ankunft. Schön mal loszulassen und die kleinen Dinge zu schätzen. Ja, finde ich auch. Nur die Aussicht so schön genießt, kannst du jetzt auch auf dem Weg nach unten genießen. Es bietet sich immer so an. Sehr gut. Geben wir ihr ein Zuhause ins CS Archiv. Ja. Versuchen wir es damit. Ah. Weil ich tue mir manchmal so leid, so die ganzen Sturmtruppler, die einfach nur irgendwie ihren Job machen und einfach nur so denken, so, oh, ist das schön für das Imperium zu arbeiten. Okay, oh, ich hätte gedacht, ich könnte da. Ich finde immer so geil, wie die Kamera immer so dramatisch ist. So, irgendwie sehe ich. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Jetzt kann ich da nämlich da den Ball nach oben schießen, ne? Ich glaube, das hat geholfen. Der hat da noch nicht mal da oben irgendwie. Ich habe das doch gar nicht erreicht die ganze Zeit. So, was habe ich damit gemacht jetzt? Was habe ich jetzt nur gemacht? Das ist übrigens der dritte Part, den ich heute aufnehme von Star Wars, ne? Ich hatte irgendwie heute total Bock, das Spiel zu spielen. Deswegen, ja. Versuchen wir es damit. Guck mal. So. Bin gerade ein bisschen überfordert. Was willst du von mir? Jetzt kann ich da irgendwie an der Wand laufen. Habe ich ja nicht gerade versucht. Hey, was geht? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. BD, du musst ein bisschen schneller heilen, ey. Da kommt immer ein so ein blöder Schuss noch durch, ey. Boah. Und das Geile ist, ich habe ja schon irgendwie, glaube ich, die Heilung irgendwie erhöht von BD, so die Geschwindigkeit der Heilung, ne? Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich werde immer von einem blöden Blaster getroffen. Aha. Und ich wollte auch auf den Typen mit dem Raketenwerfer übrigens schießen, ne? Aber in den Action habe ich jetzt irgendwie gar keine Zeit gehabt. Aber zum Glück komme ich da jetzt einfach hier so dahin, ey. Ja, mein Gott, ey. Also der Schaden, den die Gegner machen. Oh nein, ich weiß nicht, ob das gut war. Ich glaube, ich habe da eine gute Idee war, aber ich mache es trotzdem. Mein Gott. Ja, ich wollte schon sagen, wenn jetzt der eine runtergefallen ist, den meine Erfahrungspunkte hatte, ne? Nein, danke. Was ist das? Sind das für Dinger? Die sehen groß und stark aus. Aber das sind Druiden. Ich kann mein Lichtschwert nicht werfen. Das wird ein Kinderspiel. Angriff abgewehrt. Oh, ich kann blocken und schießen jetzt.
Ja, ich glaube, das. Oh, sehr geil. Aber jetzt kann ich ihn ja scannen. Oh, das sind neue Viecher gewesen. Ah. Ja, sind wir ja schon am Ende, was wir machen mussten. Ah, der Pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder. Diese Prüfungen stammen von denen, die Machtnutzer verehren. War der Typ hier oben schon? Aber zu welchem Zweck? Man hat ihn nämlich hier hochgeschickt. Boah, kann er es wagen? Hm. Okay. So, soll ich hier nicht jemand machen? So. Da, versperrter Weg. Ah, ich wollte schon sagen, diese Druiden, die da rumfliegen sind oder was auch immer, war. Ich habe schon mal auf Kobo gesehen. Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Warte mal, lass mich noch mal zurück. Hey, was geht, na? Ah. Boah, Alter, ist doch gut, ne? Ja, wer auch immer jetzt da jetzt um die Ecke kommt, ne? Das ist auf Dreieck ist. Ist der Schussknopf auf Dreieck ist, ist ein bisschen ungewohnt. So mitten im Kampf. Du kannst ja nur Dreieck drücken, ne? Ohne irgendwie. Ich war ja noch. Ich muss ja noch Kreis und Dreieck und so. Ich kann nicht. Ich muss ja voll irgendwie deine Finger hier umknoten, ne? Wenn du im Kampf irgendwie Gegner abschießen willst und dann noch blocken und danach ausweichen und dann noch so normal angreifen, ne? Was soll ich denn hier machen? Gerücht. Boschi Runde im Norden der Wüste. Ja. Hier fehlt ein Bällchen, das da rein muss. Oh nein. Muss ich schon wieder da runter gehen? Habe ich eigentlich gerade aktiviert? Ja, wurde wieder resettet, als ich gestorben bin. Was verpasse ich ja gerade? Ja, muss ich noch wieder? Ja. Der Ball ist schon wieder da unten, habe ich gesehen. Ich meine, der wurde resettet. Kack. Gegner voraus. Wer ist da? Bin doch ich. Wie Angst einflößt, der geklungen hat, ey. Wer ist da? Warst du schon mal hier? Ja. Ich habe nicht weit von hier einen Jäger vor einem Sturmtruppler gerettet. Versuchen wir es damit. Versuchen wir es damit. Oh Gott. Was hat das Ding da? Ja. So, das Ding müsste jetzt ja, ist bestimmt jetzt da oben, ne? Aber ich gestorben bin, weil der Ball wieder unten, ne?
Versuchen wir es damit. Weißt du, wenn ich da stehen würde, wenn das Ding zurückgeht? Ich bin einfach zu tot zerquetscht. Wer dabei ist, nicht da unten. So, da ist er. Ha! Was das wohl macht? Gut gemacht, Kerl. Ah, ich habe schon gewusst, dass da irgendwie eine Treppe ist. Nichts hier oben. Okay. Muss das. Was auch immer es ist, es gehört mir. Nein, Bonus. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt können wir runter. Ist mein Gerücht abgeschlossen? Ja, ne. Ich muss dir nicht nochmal Bescheid geben, oder? Jetzt schon 31%. So. Was ist aber mit dem AT-ST passiert, ey? Ich habe einfach so ein Powernap gemacht und er ist gestorben. Okay. So, dann haben wir jetzt noch Zeit, hier so ein bisschen zu erkunden, ne? Manchmal beginnt alles in der Wüste völlig gleich auszusehen. Du musst dich auf die Unterschiede konzentrieren. Dann verirrst du dich nicht. Hier ist zum Beispiel ein toter Sturmtruppler. Das war was anderes, ne? Ich nehme an, man soll ja wahrscheinlich mit diesen Viechern rumlaufen, ne? Ist das ja einfach zu machen. Aber die kann man ja rufen. Was ist das? Nichts. Da ist aber was, glaube ich. Hört. Gott, diese Viecher sind so gruselig. Diese langen Beine, ne? Und diese Spinnenbeine. Furchteinflößend, ey. Da komme ich nicht hin. Glaube ich nicht. Obwohl. Nein. Da kann man irgendwann noch weiter springen, nehme ich an, ne? Na gut. Gehen wir hier lang. Erstmal jedes Lückchen hier erkunden. Ein bisschen aus wie Korriban, dieser Planet. Alles ist tot, viele Ruinen, so viel Wüste, Wüstenkamm. Aus der Tür sehe ich. Mal reingehen. Ich habe eigentlich die gesehen da. Ich glaube, die Karte meinte das hier, ne? Gegner voraus. Wie siehst du halt eigentlich immer schon? Hier sind noch keine Gegner aufgetaucht. Wir sind noch keine Gegner aufgetaucht und sie sagt schon Gegner voraus. So stark in der Macht. Ich suche nach geistiger Klarheit. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Imperium hat mich zu Hause zerstört. Alles, was mir geblieben ist, ist nur das bisschen Weisheit, das ich mit mir trage. Dann lass uns gemeinsam. Entschuldige, was? Der Weg zur Pilgerzuflucht ist weit. In den Ausgang versperrt. Was mache ich denn jetzt? Ich habe gerade ein Schiff gesehen, ein Flugschiff.
Gute Arbeit. Und bei den, bei den Rücken geschossen, als er nicht hingeguckt hat. Wir haben eine Falle aufgestellt. Wie könnt ihr es wagen? Ich schieße sie einfach ab. Wie findest du die Wüste, BD? Es gefällt ihm. Ich hasse Sand. I like sand. It's rough and coarse. It gets everywhere. Weil ich scheine jetzt irgendwie endlich einen Kampfstil zu haben, wo ich irgendwie angreifen kann und verteidigen. Zur selben Zeit. Ich kann sogar aufgeladene Schüsse abschießen, wenn ich verteidige. Oh, was darum ist. Ich dachte erst, da wäre so der Hintern von dem AT-AT. Ja, da bin ich noch nicht stark genug für. Ich immer Gesprächsthema Nummer 1 bin. Von den ganzen Orten hier. Aber du kommst ja nicht hoch, Dreck. Da komme ich hoch, nee. Wo hat sie voll aus wie hat Gesicht, wie ein Gesicht hier. Dreck. Versuche hier hochzukommen. Wie komme ich da hoch? Könnte irgendwie so da rumlaufen? Bestimmt, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss ja voll den Umweg gehen. Okay, ich glaube nicht, dass ich so hier halt hochgehen soll. Wird schon richtig sein. So. Aber auch nichts gemacht. Dreck. So wieder dazu. Was ist denn hier unten dann noch? Gott. Da sind schon wieder so Water. Also ich kann mehrere Gegner finden. Sag das doch gleich. Nein! Ich weiß noch, wie viel Schaden der Angriff macht. Muss nicht. Zack. Waren das alle? Nein. So, also müsste ich hier irgendwann noch mal ein paar Abstecher machen. Ich muss es nicht zugeben, aber er hat dich vermisst. Ich habe ihn auch vermisst. Aber wenn du ihm das sagst, wirst du es bereuen. So, kann ich jetzt da hoch? Ich glaube nicht. Ne? Weiter. Ich glaube nicht, dass ich auch hoch kann. Ein bisschen langsamer. Nee. Vielleicht kann man da hoch, aber im Moment sehe ich es nicht. Einfach mal sehen. Aber ich kann ja oben auch ein Stim. Das ist ein ATST. Nein, sehe ich einen Meditationspunkt, glaube ich. Lass mal da hingehen. Vielleicht kann ich den wieder powernappen. Langsam. Oder hab ich schon was gesehen? Guck mal da, und was ist da denn?
Abkürzung irgendwo hin. Gelassenheit. Für mich das denn hin? Okay, das war sehr weit. Ah, guck mal hier. Nicht schlecht. So, dann nehme ich mal an, müssen wir uns hier mit dem ATST klappen. Ja, Mann. Aber ich glaube, der Meditationspunkt war ja vor, ne? Machen wir das mal, ne? Aber hey, ich kann ihn jetzt abschießen, ne? Aber nur zweimal. Ich Waffe upgrade, dann kann ich bestimmt irgendwie mehr, habe ich bestimmt mehr Blasterschüsse oder so, ne? Pass auf, würde ich mir so vorstellen. Und der, nee, da hinten ist er noch. Ah, schon wieder eine Fliege. Es gibt nur die Macht. Höchsten kam tot. Wenn wir hier, oh, meine Blaster Dinger werden auch aufgefüllt. Kaminoana. Das ist dieser Klonplanet gewesen, ne? Da hat er es hier schon wieder weg. Wurde von so anderen Viechern ersetzt. Angelegenheiten anderer Kultur. Wie kommt Kerl eigentlich auf die Idee, irgendwie so ein Skelett irgendwie zu untersuchen und sich zu denken, ja, die Erinnerung von dem Skelett will ich jetzt voll mal so in mir aufnehmen. Die Macht wird uns zu unserer wahren Bestimmung leiten. Was hast du auf deinen Reisen durch die Galaxis gelernt? Dass es manchmal das Beste ist, keine Fragen zu stellen. Ich möchte irgendwie nicht gegen die Viecher kämpfen. Ich glaube, die gehen mir voll auf die Phrase. Aber wir besiegen sie gemeinsam. Ihr werdet uns nicht entkommen. Oh ja, gute. Ja, ja, genau deswegen. Hilf mir bitte. Passt da einen Moment nicht auf, ne? Ich war voller AP, ne? Tschüss. Also komm her. Erfahrungspunkte bekommen ich irgendwie, habe ich das Gefühl, nein. Ich bin kurz vorm Level up gerade. Will ich mich hochgelevelt haben? Ja, ich weiß, jetzt sind sehr unoffizielle Wege hier. Aber ich muss ja trotzdem mal gucken, ne? Ja, hör mal da. Das ist schon wieder eins von diesen Dingern, mit denen ich nicht interagieren kann. Noch nicht. Hey, ja, na? Was ist das? Oh, sehr gut. Nein, ich habe keine Muni. Okay. Hm, ja. Kann ich alles nicht mit interagieren? Nein. Sch-
Schmaler. Oh Gott. Ist es bequem da hinten? Es ist akzeptabel. Ist hier oben was? Bode hat mir erzählt, was auf Coruscant passiert ist. Ja. Baden. Sie waren gute Freunde. Ich wünschte, du hättest sie kennengelernt. Ja, eigentlich hat er nur davon erzählt, dass ihr höllischen Spaß hattet. Gott. Die Dinger auf einen zugestürmt kommen, das ist ja voll Albtraum. Ruhig. Ich wollte heute noch schlafen gehen, okay. Ja, warte mal, da geht's sogar hoch irgendwo. Glaube ich. Hätten sie nicht mal hübschere Viecher nehmen können. Die Dinger sind voll gruselig. Oh, zwei ATSTs? Och. Nein, danke. Ja, ich kümmere mich nicht um die, hallo. Hat schon gar Probleme mit den anderen beiden Viechern. Hier sind voll viele von diesen komischen Satellitendingern, mit denen ich noch nicht interagieren kann. Und diese Erkundungsanzeige, diese Prozentanzeige da oben, ich nehme an, die rührt sich nur, wenn man auch irgendwie was findet oder so, ne? Oder was einsammelt, ne? Bereit, Maren? Direkt hinter dir. Okay. Ganz ruhig. Was ist das? Und schon geht's los. Verdächtig aus. Hier ist aber nix. Nein. Ah, ist was Neues. Neue Sachen. Ja. Peng, peng. Okay, er scheint sich aber doch sehr viel schneller aufzuladen, ja, die Schüsse als. Vielleicht tun sie sich. Haha. Vielleicht tun sie sich ein bisschen schneller aufladen, wenn man irgendwie einen Gegner erledigt oder so, ne? Okay. Warum kann ich euch nicht anvisieren von hier aus? Ich wollte eigentlich nicht da. Mehr in den Schritt. Da. Mein erster Befehl ist, greif ihn an. Oh na, warte, die Dinger sind explodiert, ne? Ja. Ich hab aufgepasst. Zermürbe sie. Maren. Kann ich da klettern? Ja. Warum muss das schön sein, wenn man sich überall teleportieren kann, ne? Ich wünschte, ich hätte auch diese Fähigkeiten, so ganz nebenbei, ne? Zwinker, zwinker. Knock, knock. Mm-mm. What? Ich wollte erstmal da hochklettern, ehrlich gesagt. Oh, guck mal da. Oh, das ist bestimmt in der Abkürzung, ne? Oh Gott, das macht so viel Schaden. Ja, ist das Ende. Oh, dass ich das Lichtschwert nicht werfen kann hier, ne? Ich muss mir angewöhnen, irgendwie zu wechseln. Mein Lichtschwertwurf, der gefällt mir eigentlich schon. Macht doch ordentlich Schaden. Na, was zum. Na, wenn ich euch töte, habt ihr keine Zeit zu explodieren. Oh Gott.
Und das war's für ihn. Und bist du Teil des versteckten Pfades geworden? Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Hallo? Ach, sie teleportiert sich die ganze Zeit. Ich dachte schon, wer schießt mich hier die ganze Zeit jemand ab, oder was? Ich frage mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt. Aber es gibt noch andere. Das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. Nein. Ah, wieder so eine schöne Kletteraktion. Nur wofür? Ja, muss ja irgendwie voll die Jump and Run Plattformer Skills haben. Boom. Okay. Was hier? Nee, ich kann ja nicht rein. Ihr dürft nicht hinein, Jedi. Bitte kehrt ins Archiv zurück. Boah, das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Wäre ich den ganzen Weg hier hingerannt. Und du lässt mich noch nicht mal hier durch. Was? Da. Ich will aber da durch, Mann. Boah. Ich den ganzen Weg hier umsonst okay. Nächstes Mal, wenn ich hier hin muss, muss ich ja wieder den ganzen Weg. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich nur die Abkürzung nehmen. Na gut. Ich gehe. Und ich bin schlecht gelaunt, okay. Kann ich da hoch? Ich glaube nicht. Ich möchte euch nur wissen lassen, ich bin schlecht gelaunt, okay. Aua. Okay. Na gut, so viel dazu. Hop. Hop. Nach links. Das ist ein guter Spamel. Eine Anspielung an Kamel sein, das Wort. Spamel. Langsam. Kamel mit Spannweite wegen den langen Beinen. Oder war ich hier nicht schon? Nee. Nee, das ist noch ein anderes Blaues. Alles klar. Hier ist was Neues. Hier. Bist du den Nakis Anachoreten schon einmal begegnet? Ja. Sie haben mir Wasser und eine Warnung gegeben. Hüte dich vor den zentralen Isoptern, denn ihre einzige Ware ist der Tod. Rückwärts, Seite nach oben. Und noch ein Meditationspunkt. Und noch eine Truhe. Und eine Abkürzung, glaube ich. So, apropos Meditationspunkt. Fähigkeiten. Und ich habe einen Punkt hier für Dings hier. Für Bonusse. Wow, gute Frage, ne? Gute Frage, was nehme ich denn hier? Längeres Festhalten. Ah ja, das wollte ich haben, ne? Damit ich sie noch ein paar Mal angreifen kann. Nein! Da hinten sehe ich auch noch ein Upgrade, glaube ich. Das sah aus wie so ein Upgrade hier, so Macht-Upgrade oder Gesundheit-Upgrade oder so. Was ist das? Oh nice. Jetzt sehe ich aus wie der Mandalorianer. Habe ich das schon mal so erwähnt? Irgendwie damals als irgendwie, weil nicht. Jetzt weiß jeder Star Wars Fan, was ein Mandalorianer ist, ne? Ich habe mich immer früher so auf die Schulter geklopft, weil ich irgendwie Knights of the Old Republic damals gespielt habe, ne? Warum ist hier einfach nur so? Ich habe mich damals, ja, Antivirus, geh weg. Ich sehe nichts.
Damals habe ich mir immer so auf die Schulter geklopft, so, oh, ich weiß, was ein Mandalorianer ist, ne, weil ich Knights of the Old Republic damals gespielt habe, ne. Ich bin was Besonderes jetzt, ne. So, ich habe so ein winziges Wissen, dass ich einigen anderen Star Wars Fans so voraus habe, ne. Oh, ich weiß, was Mandalorianer ist, wegen Mandalorianischen Kriege, Knights of the Old Republic und so, ne. Boah. Kann nicht jeder von sich behaupten, ne. Und jetzt kennt jeder, jetzt weiß jeder, wann Mandalorianer ist, wegen der Mandalorian. Jetzt kann ich nicht mehr damit flexen, das regt mich so ein bisschen auf, so, oh, jetzt habe ich nicht mehr einigen Fans irgendwie was voraus. So, kann ich da rein? Ich glaube nicht. Wollt ihr gerade auf mich losgehen? Oh. Wir sollten sie zum Archiv. Oh, das war so einer, okay. Oh, die haben wir zwar Schiffrollen, weil wir auf dem Planeten sind. Hier sind überall diese Dinger. Ich kann damit nicht interagieren. Noch nicht. Gib mir was anderes. Aber da oben sieht irgendwie aus, als könnte man hin. Da kann ich nichts machen mit. Nein. Kann ich da hoch? Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, kommt gleich voll der Boss oder so. Grab des Wegfinders. Meine Freunde, ich werde nicht mehr alle Wunder dieser Wüste erleben. Aber es tröstet mich zu wissen, dass ihr diesen Weg an meiner Stadt fortsetzen werdet. Denn Jedha ist nur eine Konstellation in einer ganzen Galaxis voller Geheimnisse. Hat irgendwie seinen letzten Willen da gemacht, weil er gedacht, er wird sterben. Oh, warte mal. Ah, komm schon. Das ist so ein Bällchen. Oh, ich muss wahrscheinlich von unten irgendwie. Oh ja, ich sehe ja ganz viele. Aber kann ich wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Hey. Warum ist das da grün? Da kann ich doch gar nicht hin, glaube ich. Nee. Ja, ich habe schon wieder alles erkunden, was ich erkunden kann. Hier ist noch was. Meditationspunkt, alle auch retten, blöber. Ja, kann ich auch so hin. Nee. Ich will einfach so ein Einhorn hier. Oh. Wie ich nur so den Arm so, die Hand so ausgestreckt habe. So. Okay, alles gut. Langsam. Ich habe schon einen, danke. Ich will die Karte bitte aufrufen. Da konnte ich nicht hin, ne? Da, wo war das jetzt? Ich habe es gerade gesehen. Hier ist noch was. Ja, komm schon. Yeah. Zeig, was du drauf hast. Oh nein, schon wieder. Genau so habe ich mir so ein Kaputzviech vorgestellt. Ich will doch nur tanzen. Wasser. So, da ist irgendwo noch was. Los! Bin ich noch voll? Ich bin noch voll geil. Ich bin noch voll geil irgendwie. Ah, komm schon. Wollte schon sagen. So, irgendwas ist hier noch. Boah. Wo denn? Hier.
Ups. Nein. Nein. Fern die ganzen Pins. Sieht doch nicht aus. Die Karte sieht doch nicht aus wie eine Pinwand. Hey, da ist was. Ich glaube, das ist eine Truhe. Hey ho, hey ho. Das macht der Nero vor. Oh, cool. Ah, guck mal. Das erinnert mich an den Krieg, in dem ich teilgenommen habe. Hier ist irgendwo eine Höhle da. Gegner nähern sich. Stellt euch den Zorn von Datomir. Ehrlich, ihr geht nicht aufeinander los. Was dann? Schieß auf sie. Na. Wer sich sofort umdreht, ne? Weil der, sie hält ihn fest, ne? Aber ich bin Priorität Nummer 1 wieder. Nein, bleib doch da. Da wollte ich die ganze Zeit machen, ne? Soll aber echt mehr blocken, ne? Ich bin mehr so der Ausweicher. Ah, ich habe vergessen, einen weiteren Bonus auszurüsten. Was für eine Verschwendung. Was hat denn? Da leuchtet ein bisschen anders. Oh, nee. Ich dachte. Ich frage mich, ob man die Macht benötigt, um diese heiligen Städten zu betreten. Dieser Sand birgt die Weisheit aller, die darauf vor Jahrhunderten wandelten. Bemerkenswert. Das allein war die Reise wert. Und ich habe schon wieder ein Upgrade gefunden. Guck mal. Ein Fähigkeitspunkt wäre natürlich richtig nützlich gerade. Boah, maximale Macht. Noch mehr Macht. Dabei habe ich schon so eine Menge. Zur Gesundheit wäre man nicht schlecht. Immer wieder Gesundheit langsam. Aber deswegen tust du jeden Mist hier mal erkunden, ne? Ja, genau, von da kam ich gerade. Jetzt soll ich auf den Arm nehmen. Schneller! Ah, einfach geradeaus, ne? Ja. So, was ist das denn hier? Ist das hier unsere Basis? Hm, okay. Ich dachte, da kommen wir zurück zur Basis, aber nö. Nö. Oh, erstmal da. Oh. Solange ich hier immer noch so ein paar Upgrades oder so bekomme, ne? Kann man das ja mal machen, ne? Schon wieder eins von diesen blöden Viechern, glaube ich. Du kommst nicht mit? Das solltest du allein erledigen. Wieso? Was wartet ihr auf mich? Oh nein, da kommt was ganz Großes jetzt, pass auf. Okay. Nein.
Ja, ich wollte schon sagen, kann man dagegen nichts machen? Nee. Ja, war sehr gutes Timing wieder. Nee. Das hat die Strategie, wenn ja, ist halt gar nicht so schwierig. Nicht gut, dass Mary mich hier einfach jetzt zum Sterben zurücklässt, mehr oder weniger, ne? Vor zwei Treffer und ich bin weg. Oh, ich bin tot. Au, au. Oh, Schock. Natürlich war da wieder genug, um mich zu erledigen. Ey. Boah. Blöd. Warum hast du mich da allein gelassen? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Na, das ist mir zu gefährlich. Das mache ich nicht. Leck mich. Danke, mein Freund. Hat er mich einfach im Stich gelassen? Gibt's das einfach nicht? Aber das Viech sieht relativ easy aus, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Er hat so viel Schaden genommen von mir. Und alles, was ich eigentlich noch machen muss, ist das Ding mal zurückschubsen und dann. War es schwierig, Grease aus dem Ruhestand zu holen? Halt die Klappe. Ich glaube, er vermisst das Reisen. Ich bin gerade nicht so gut auf mich zu reden. Wir sind jetzt eine Familie. Das merkt man daran, wie viel er sich beschwert. Okay, okay. Weiß er nicht, dass ich mich einfach für diesen Kampf allein lasse. Was stimmt mit der eigentlich nicht? Hm. Jetzt ein Meditationspunkt da in der Nähe wäre, ne? Oh mein Gott. Wie sieht jetzt nicht so schwierig aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie gesagt, er nimmt eine Menge Schaden. Ich darf ihn nur nicht von den starken Angriffen hier treffen lassen. Ja, ich weiß, das heilt mich, aber was soll's. So, ich habe schon eine Strategie, ja? Pass auf. Ne? So, ich kann dich ja nur mit dem Schub hier mehr oder weniger. Meine Schüsse bringen gar nichts. Ja, Rakfir ist nur so stark, weil ich gerade, weil ich auch meinen Dings hier hochgelevelt habe. Mein ja, der Schuss bringt da gar nichts, ne? Kleine Schüsse bringen auch nichts. Ich habe noch gar keinen Schaden genommen. So, perfekt. Wir fliegen in der Luft. Wir setzen den Kampf in der Luft fort. Boom. Legendärer Gegner besiegt. Ja, gut. Maren, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ja, boom. Ja, okay, der war ziemlich easy. Einfach nur Machtschub die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, weil ich Machtschub hochgelevelt habe, ist dieser Angriff, ist dieser Kampf so einfach gewesen. Und normalerweise tut das ja einen nicht so weit. Ich habe das ja hochgelevelt, ne? Damit er auch stärkere Gegner hier wegschubsen kann, ne? Und dann hätte ich nur angreifen können, wenn ich unnachgiebig. Die Sachen sollte ich mir mal anschauen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass der Kampf ein bisschen schwieriger wäre. Ein ganz kleines bisschen.
Marion, deine Entschuldigung würde ich mal gerne hören, warum du mir jetzt nicht geholfen hast in diesem lebensgefährlichen Kampf. Wie ist das gelaufen? Es ist erledigt. Ehrlich, sonst nichts. Kein Hey, wo warst du? Warum hast du mich allein gelassen? Ich hätte sterben können. Ich bin sogar gestorben. Was war eigentlich dazu zu sagen, Marin, wenn das dein Name ist? So, da ist eine Abkürzung, sehe ich gerade. Da kann ich irgendwie hoch, glaube ich. Ja, da sehe ich auch was. Okay, wie komme ich da hoch? Gar nicht. Oh. So einfach, okay. Na. So ein Level Up würde ich mir auch noch gerne abholen, ne? Wieder am Wasser. Mein Musiktrack. Okay. Nein. Ehrlich? Von der Höhe? Da wollte ich eigentlich nicht. Sag Gefühl, das ist nicht der offizielle Weg. Dann nein, du sollst. Pff. Der macht schon den Sprung vorher. Ey. Ich will auch gar nicht abspringen. Oh mein Gott. Warum ist das? Mir ziemlich sicher, das soll nicht der offizielle Weg sein. Der springt immer schon vorher ab. Kannst du mal aufhören damit? Legst du mich zusammen? Ich fühle mich großartig. Ich habe so das Gefühl, dass so. Okay. Was habe ich da gerade gesammelt? Die hat hier schon lange gelegen. Noch eine Schriftrolle wieder. Pff. So. Mir ist ja auch nicht, ne? Im Moment. Was soll das hier sein? Wasser? Ach, das ist so zum Runterrutschen, ne? Ist alles so weit entfernt. Ich will noch ein paar Gegner gerne erledigen. So für ein Level Up, ne? Da könnte ich mir dann eine Ding hier holen. Ich fühle mich halt sicherer, wenn ich all meine Sachen hier ausgegeben habe. Ach, hier bin ich wieder. Mhm. Ah. Oh, hey. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass das... Lass mich mal hier einen Pin machen. Habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach sein wird, ey. So, wo ist hier denn? Da ist einer. Ah, warte mal, dann mache ich das. Ah! Auf den Arm nehmen? Ich wollte eigentlich jetzt hier zum Speicherpunkt hier zurückgehen, ne? Und dieses blöde Viecher jetzt hier die ganze Zeit versuchen zu erledigen. Ja, wenn ich jetzt hier links gehe,
Aber jetzt muss ich ja Viech dann immer wieder erledigen, ne? Warum habe ich schon wieder keine Erfahrungspunkte bekommen? So, ich wollte jetzt eigentlich hier so hingehen und das Viech die ganze Zeit versuchen anzugreifen, ne? Aber ich habe schon wieder keinen Erfahrungspunkt hier bekommen. So, Widerstandskraft, Blockanzeige wird, nein, irgendwas anderes, Zertrümmern. Was haben wir noch hier? Stärkung, Lebensregeneration. So wird ein Treffer, wenn du den Blaster auflädst, ohne dabei unterbrochen. Er will darin, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Ja, das hätte ich gerne. Das Problem ist, bereit, Marin? Immer. Ich will diese Schriftrolle da haben, ne? Aber jetzt ist das Viech die ganze Zeit immer da, ne? Gegner voraus. Also jedes Mal, wenn ich jetzt das Ding hier erledigen will. Krieg ich jetzt Erfahrungspunkte? Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Nein! Oh mein Gott. Oh. Nein! Oh mein Gott. Ich denke, Schwester Task würde gerne mal einen Blick darauf werfen. Nein. Okay, sie sagt, das würde ich hier meine Erfahrungspunkte nicht ausgeben können, weil ich irgendwie keine Erfahrungspunkte kriege. Von irgendwas. Wollen wir doch mal sehen, ey. Und durch. Teleportiere ich mich irgendwo anders hin erstmal. Wo Gegner sind. Irgendwo werde ich schon Gegner finden, pass auf. Muss der Anfang hier, Anfangsgebiet. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo ein Anfangsgebiet ist. Ich glaube, das war. Ne? Hier sind bestimmt welche. Ja, da waren doch direkt welche. Ich will meine Punkte hier ausgeben. Fühle ich mich sicherer. Na, verschwinden die wieder irgendwie oder ich bekomme die nicht wieder oder was weiß ich nicht alles, ne? Ja, oh, von denen sind die sofort tot. What? Mein Schild ist weg. Ja, voll irgendwie geschockt war so. Huh? So, ich glaube, wir haben schon wieder hier alles erkundet, was wir erkunden können, ne? Auf diesen, auf Jedha, ne? Deswegen gehen wir nächstes Mal wieder weiter mit der Story, ne? Der Machtriss ist auch noch hier, aber was soll man machen, ne? Also noch mal versuchen. Und das beim nächsten Mal geht es dann weiter nach zurück nach Kobo, ne? Wo wir dann versuchen werden, die Story voranzutreiben. Boah, was habe ich schon wieder gelernt hier? Bessere Reflexe, Blockanzeige für sie. Ne, auf irgendwas habe ich doch hier gesammelt. Was war da noch mal? Mord, ne? Ja, genau das. Na, wenn ich jetzt verlangsame, dann cool. Verlängert die davon langsam bei Gegnern zusätzlich. Das wäre auch nicht schlecht.
Dann irgendwann habe ich schon alle so die Sachen, die ich eigentlich brauche, so standardmäßig. Ich kann sogar Fähigkeiten zurücksetzen, habe ich gerade gesehen. So, Boni, ja, Geschicklichkeit, Wurfschaden, Erfahrung, ja, natürlich. Blockanzeige wird erhöht. Kampfst du hier bleiben war so, ne, würde ich sagen, ne, erstmal. Obwohl, wenn wir jetzt hier mit ein Schwert, würde ich schon irgendwie was anderes noch nehmen. Wie zum Beispiel Doppelklinge, falls wir wieder hier auf mehrere Dinger hier stoßen, ne, auf mehrere Schüsse. Damit ich darauf reagieren kann, ne. Gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story ein bisschen, ne? Weil wir sind schon hier so unsere Grenzen angelangt, ne? Was wir also alles machen können, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski und bye bye.